Schauen wir uns eine Kiste an, die auf einer schiefen Ebene steht und sich nicht bewegt. Warum rutscht sie nicht einfach nach unten? Dafür ist die Haftreibung verantwortlich. Sie wirkt an der Kontaktfläche zwischen der Kiste und der schiefen Ebene und verhindert, dass die Kiste heruntergleitet. Die Haftreibung tritt immer dann auf, wenn zwei Oberflächen in Kontakt sind und versuchen, sich relativ zueinander zu bewegen, sich aber nicht bewegen. Die Haftreibung erzeugt eine Haftreibungskraft Fs, die stets entgegen der Bewegung wirkt. Index S steht für die englische Übersetzung Static Friction. Da wir hier als Beispiel eine schiefe Ebene betrachten, wirkt eine bestimmte Kraft F, die die Kiste nach unten zu verschieben versucht. Die Kiste bewegt sich hier aber nicht, weil die Haftreibungskraft genauso groß ist wie die Kraft F. Wir können diese Kraft F erhöhen, indem wir die Kiste anschieben. Je stärker wir drücken, desto größer wird die Kraft F. Auch die Haftreibungskraft vergrößert sich um den gleichen Betrag und hebt die Kraft F genau weg. Das passiert bis zu einem Punkt, an dem die Kraft F nicht mehr von der Haftreibungskraft kompensiert werden kann. Es gibt kein Kräftegleichgewicht mehr und die Kiste rutscht nach unten. Die maximal mögliche Haftreibungskraft Fs, die gerade noch die Kraft F ausgleichen kann, ist proportional zur Normalkraft Fn. Die Normalkraft ist dafür verantwortlich, dass die Kiste nicht einfach durch den Boden der schiefen Ebene fällt. Sie wirkt immer senkrecht zur Auflagefläche. Die Proportionalitätskonstante zwischen der Haftreibungskraft und der Normalkraft wird Haftreibungszahl μs genannt. Wir haben also Fs ist gleich μs mal Fn. Diese dimensionslose Zahl μs gibt an, wie schwer es ist, einen Körper in Bewegung zu versetzen. Die Haftreibungszahl hängt vom Material der Kiste und der Oberfläche ab, auf der sie steht. Die Haftreibungskraft variiert daher je nachdem, ob es sich um eine Holz- oder Metallkiste handelt. Die Beschaffenheit der schiefen Ebene, ob sie beispielsweise aus Holz oder Metall besteht, wirkt sich ebenfalls auf die Haftreibung aus. Ist die Kiste aus Stahl und die Oberfläche der schiefen Ebene auch aus Stahl, dann ist μs gleich 0,2. Holz auf Holz gleiten zu lassen, ist dagegen mit μs gleich 0,5 schwerer. Stein auf Holz mit μs gleich 0,9 noch schwerer. Machen wir ein kleines Beispiel. Eine Holzkiste mit einer Masse von 10 Kilogramm steht auf einer horizontalen Oberfläche aus Holz. Welche Kraft muss aufgewendet werden, um die Kiste in Bewegung zu versetzen? Um die Haftreibungskraft Fs zu berechnen, multiplizieren wir die Haftreibungszahl μs mit der Normalkraft Fn. Die Haftreibungszahl entspricht hier 0,5, da sowohl die Kiste als auch der Boden, auf dem sie steht, aus Holz bestehen. Diesen Wert entnehmen wir einer Wertetabelle. Die Normalkraft ist in diesem Fall gleich der Gewichtskraft Fg der Kiste, also der Masse m der Kiste, mal der Gravitationsbeschleunigung g, die dem Wert 9,8 mal Meter pro Sekunde Quadrat entspricht. Wir haben also 0,5 mal 10 Kilogramm mal 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat ist gleich 49 Newton. Um die Kiste in Bewegung zu versetzen, musst du sie mit 49 Newton schieben. Im nächsten Video schauen wir uns die Gleitreibung an, die auftritt, wenn die Kiste heruntergleitet.